Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein super süßes Buch von Leo Timmers und zwar Bär und seine Brille aus dem Arakari Verlag näher zeigen. Das Buch hat 36 Seiten, kostet 15 Euro und wird ab 4 Jahren empfohlen. In diesem Buch geht es um den etwas schusseligen Bär, der seine Brille verloren zu sein scheint, obwohl sie direkt auf seinem Kopf ist. Und weil er nicht weiter weiß, vermutet er die Brille bei seiner Freundin der Giraffe und macht sich auf den Weg. Während er dahin läuft, entdeckt er verschiedene Tiere in seinen Augen, wie hier den Hirsch, der eigentlich ein Baum ist. Und viele andere mehr, wie Krokodil und Flamingo und alles Mögliche an Tieren, die er noch nie gesehen hat. Irgendwann kommt er dann bei seiner Freundin der Giraffe an, die er erstmal für eine Schlange hält. Nachdem dann die Giraffe ihm endlich seine Brille wieder gegeben hat, wo er noch dachte, die wäre ja bei der Giraffe, so gesehen meint er immer noch, es war bei der Giraffe, hatte die Brille auf dem Kopf und dann erzählt einfach der Giraffe voller Enthusiasmus, was für großartige, interessante Tiere er auf dem Weg gesehen hat und nimmt sie mit, damit er ihr das auch zeigen kann. Ja, wie die Giraffe darauf reagiert, auf die zahlreichen Tiere, die sie dann nicht finden, ist ganz, ganz süß gemacht, sehr lustig. Meine Kleine hat das total gefeiert. Wir haben schon sehr viele Leo Timmers Bücher gelesen und finden sie wirklich alle toll, kann ich nur empfehlen. So auch dieses Buch, also unbedingt reinschauen. Sehr amüsantes, ganz toll gemaltes, liebevolles Buch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Den Link zum Buch findet ihr wie immer in der Infobox. Macht's gut!